pflügen heute in Neuengörs. Gucken wir mal, ob die Jungs das hinbekommen, das Einstellen. Ja, guck mal, da war schon das erste Aha-Erlebnis. Ja. Ja. Aber den kriegen wir garantiert. Fahr mal einfach mal. Ja, den kriegst du weder raus noch rein. Der ist nämlich richtig stramm da drin. Ach so, warte. Wenn wir den jetzt vorfahren, ne? Dann bockt er sich ab und dann kriegen wir den Flugling aus der Erde. Gut. Dann spinnt man mal nicht rein, lass ihn raus. Und da vorne, wenn er ihn ausheben. Und dann fährst du aber links rum. Und das sieht jetzt schon mal deutlich besser aus als vorher. Langsam haben sie es im Griff. So ein ganz bisschen zieht er noch rüber, der Flug. Und man hört sogar ein Flugzeug. Und nebenan geht es gleich los, einmal die letzten Kartoffeln rausholen. Mit dem Güldner G40. Also ich kann hier mal ein bisschen hochheben. Und mal wieder zurückstellen. Ja, ein bisschen rüber muss er noch. Das ist ein langwieriger Prozess, den Flug richtig einzustellen. Erstmal eine Runde geflügt, um zu sehen, wie der Anschluss ist. Vorschäler ran. Und dann ist man, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Oh, mal gucken, ob wir den Bremen hier rüberkriegen. Hier, guck mal, so kann er ja nicht arbeiten hier irgendwann. Mal gucken, ob wir den hier rüberkriegen, über den. Ja, mach mal. Dann machen wir den rein.
Schüler ein bisschen anders anzusetzen. Weiter nach hinten, dass er mehr Platz hat zum Rauchen. So, jetzt neuer Versuch mit Vorschäler auf den ersten Schar. Ja, der muss rot angemalt werden. Der muss ganz toll rot, ja. Fischen gar nicht so schlecht. Vorschäler. So, der erste macht noch ein bisschen zu doll. Wir haben ihn jetzt ein bisschen zurückgenommen. Ein bisschen wegkippen. So, das gucken wir uns gleich mal von dichten an. So, der Anstoß ist auch schon fast gut. Ein ganz bisschen niedriger, der erste. Wird nochmal nachgestellt. Ja, himmelweiter Unterschied. Ja, der Flug geht richtig gut. Ja, wie man sieht, wird er immer besser. Stroh kriegt er unter. Der erste schmeißt doch einen Tick zu doll an. Ich würde sagen, den Flug drehen wir gleich noch mal ein bisschen nach links. Ja, sagt er auch schon 2 cm. Der Anschluss, der ist jetzt auch schon richtig gut. Und wenn man das sieht, wie das vorher aussah, mit und ohne und den Neigungswinkel, dann sieht das, da kommt noch ein bisschen Stroh raus. Ja, der Allgeier ist nochmal ordentlich gearbeitet.
So, da ist jetzt ein 2-Schar 10 Zoll Rüberflug angehängt. Und jetzt wird da der zweite Trecker zur Verstärkung angehängt. Setzen. Zünden die ja selber, aber hat nicht mehr genug Kompression. Da muss man ein bisschen helfen. Fertig. Noch einmal ein bisschen zusammenfügen und dann war es das. Ja, es geht nicht mehr. Schäler, der macht ja echt ein bisschen Probleme. Ich denke mal, der wird demnächst zeitnah was Neues gebaut. So, Robin, stell den Trecker ab. So, auf Sonntag. Prost. Ja, hinsetzen Sie sich. Wie viele Teller sind hier denn noch? Ist da noch ein Teller? Denn bis zum Treffen nächste Woche ist ja gar nicht vorbei.